laut Gebet. Na war's. Jetzt gehen wir weiter. Greifen wir uns nicht an? Nicht. Stand irgendwie voll direkt vor denen, irgendwie, die machen gar nichts. Ja, das ist mir irgendwie auch aufgefallen. Machen gerade Mittagspause. So. Ich habe immer noch die gleichen Gaben, grausige Gaben, 3 von 10. Können wir auch mal ein paar machen. Ob wir uns vom Bäumchen was abholen können. Wie zum Beispiel. Die Kollegen. Alles aktiviert. Ach, da müssen wir wieder 100 erledigen. Was ist er hier? Bonk. Ach ja, der Ring des Feuers. Ich vergaß. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie was noch reingepackt habe bei mir. Das weiß ich auch nicht, du. Rotanzeige ist, oder? Solange eine Chance von 4 Minuten, das schaffen wir sowieso nicht. Wir wollen nur so Skelette durch die Gegend fliegen. Ah. Sturm als Ultimate mal drin. Na. Ich wünsche, man kann sich irgendwie so Sets erstellen, irgendwie so. Ja, ich weiß. Ich muss was. Die ganze Zeit die ganzen Sachen zu resetten und nochmal neu zu verlegen, ist ein bisschen nervig. So. Ich immer noch Skelette durch die Gang fliegen. Mehr von dem Zeug. Ich will noch mehr davon. Nein, daneben. Voll daneben gehauen, Mann. Ich muss machen. Was ist das? Bist du das? Ich mach doch gar nicht. Diese lila eine Nichter? Das sind doch die Widerstand. Ich weiß nicht, welche Lichter du meinst. Meinst du die leuchtenden Gegner? Ja. Ich könnte schon, da ist irgendwie so eine Säule oder so. Das sind doch die Gegner, die hier Schadenswiderstand bringen. Also, ich habe keine Wurst mehr. Ja. Ich hab mich wieder gut. Boah. Ich habe gleich 100. Bum, 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 bum. Heilig, legendär. Ja. Warum habe ich keine grausige Gabe? Ich habe 97. Ich habe schon 100. 98. Jetzt habe ich 100. Ich habe nichts bekommen. Keine Nachricht oder irgendwie sowas. So, was jetzt eine Gabe oder so bekommen. 30 von 50 habe ich hier. Ja, die Turniere der Geister. 33 von 50. Machen wir auch mal letztens. So, dieses komische Gesicht auf den Boden gekommen. Ach, Geister doch mal erledigen. Komm mal her, du Stück.
Geister. Geistbrot. Toast. Toast. Ja, das macht im Englischen mehr Sinn. Ah. Jetzt habe ich einen Punkt bekommen. Na klasse. Noch Paragon-Punkt auch. Ist auch nicht schlecht. Aua. Ich habe kaum noch Mut. Schlangen! Aus dem Weg! Ich habe keine Fahrt mehr. Boah. So, machen wir die Quest. Ich brauche mehr Wut. Müssen wir ja machen. Such bei Sturmbrecherbucht. Bei Sturmbrecherbucht nach Bennen. Ich habe kaum noch Wut. Oh mein Gott. Alle Gegner geschwächt. Ganz schlimmer Wicht wieder. Was tun da für eine riesige Waffe in der Hand? War das hier? Ein Knüppel? Ja, der war ganz schön groß. Ein Schädel. Du musst die Flut abwarten. Das Meer kann das verdammte Schiff behalten. Was ist geschehen? Unser Schiff hat sich mit dem blanken Hintern auf die Felsen der ewigen Wache gesetzt. Uns über die Felsen verstreut. Überall Blut und Holz. Ich habe es geschafft, Gil hier auf den Strand zu schleifen. Unmöglich zu sagen, was mit dem Rest passiert ist. Ist bei dir hier niemand? Doch. Hm. Wo gehe ich denn als nächstes hin? Ich gucke hier gerade auf mein Paragon-Bett. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt hingehen soll. So, hier lang. Aber ich weiß nicht, wo lang ich will. Wahrscheinlich hier lang. Praktisch, das ist auch so eine grausige Gabe, wo wir abmachen müssen. Mal ein bisschen einspielen, bevor wir gleich wieder in den Horror gehen. Ja, gib mir. Was hat alle Kritschütter war. Cool. Ich glaube die Leiche da müssen wir ansprechen, die hat so geleuchtet. Oh, was hat denn hier? Ich habe nicht genug Brot. Was für krankes Zeug macht ihr hier? Dann dürfen wir mitmachen. Alter. Berühren. Ja, schon angesprochen, da stand auf einmal eins von... Was war denn hier? Also... Irgendwie hat mir der so ein Ding gegeben und irgendwie konnte ich ein Ritual aktivieren. Eins von drei. Ich muss weiter suchen. Aber wir müssen echt so Leichen untersuchen, alles klar. Ich bin noch nicht bereit. Wir wollten einen Brief hier, Daniel. Was? Das ist ein Questing. Ah, nee, das ist ein Tagebuch. Ich schicke euch diesen Brief von einer fernen Küste, die ihr niemals sehen werdet. Ein Umstand,
der mich äußerst glücklich macht. Ja, ja. Die Flasche hat euch okay. schon längst verschlungen. Euch den wenigen Verstand genommen, der in ja, ich glaube, da bist du versuchen mussten. Ich konnte da steht der Brief von Bennen. Die Nörgelei, das sinnlose das ist der Kollege, den wir finden müssen. Ich verlasse Marowen, meine Heimat, um euch loszuwerden. Was, Mauern? Von hier oben angreifen, dahin. Von hier unten. Ja, er rennt auf mich zu. Ich habe ihn getötet. Die Mächte des Bösen sind auf mich aufmerksam geworden. Ich habe den Eingang gekillt. Ich kann die von hier oben töten. Jetzt kann ich zusammenziehen. Ha! Hast du das gesehen? Ja. Ja. Sehr gut. Der rennt, hängt da fest. Ja, ich habe irgendwie die Mächte des Bösen gerade angelockt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Boah, das ist so bedeutungslos hier in dieser Welt. Mächte des Bösen. Ja, Jungfrau, man wird hier einen Anfall kriegen in dieser Welt. Ja, ich habe irgendwie so einen Nervenkraft. Des Bösen. Ich muss mein Ritual. Glaube ich, du bist am Leuchten. Nein, das liegt hier viel Gold, ey. Ja, ja, die haben sich ja gerade gekillt. Da unten ist ein anderer Spieler. Der folgt unserer Schneide der Verwüstung. Ich höre nur Pfle. Ich ins Markt auf. Ich hätte automatisch einsammeln. Und zurück zu dem Kollegen. Aua, der Dicke hat mich gerammt. Das hat legendäres fallen gelassen. Aua. Oh Schatz. Ja, aber nicht heil. Schatz, Kollege. Komm, wir fahren her. Er kommt in eine Richtung. Steig ihm den Weg ab. Schild, heilig, legendär. Zweihandaxt, heilig. Die stärker als was ich jetzt habe. Oh ja, das eine, was ich eingesammelt habe, ist einzigartig gewesen. Ja, da, wenn sie euch treffen, ihr fügt betäuben gegeneinander. Okay. Kann ich sogar mehr leisten. Auch noch mehr Angriffsgeschwindigkeit. Oh, jetzt habe ich eine dicke Axt. Was Gutes gefunden hat. Ja, war besser als was ich hatte. Da war auch keins der Sachen, wo ich Dings drin hatte. Glaube ich, falls ich überhaupt irgendwo was drin hatte, ich weiß es nicht mehr. Aus dem Weg. Ich reite einfach weg. Wo ist der Kollege? Der ist doch wieder, der ist schon wieder in der Stadt. Dann teleportiere ich mich doch gleich dahin. Ist abgeschossen. Haben. Ja. Du, ich weiß nicht, ob ich die nicht hab. Ja, den einen Brief, den wir gerade gefunden haben, war das, glaube ich. Ja. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Der erste legendäre Gegenstand, den ich finde, ist was für mich. Nur muss er weitergehen. Artigen Schuhe sind sogar besser. Ah, entfernte Gegner werden mit einer Chance. Betäubt. Ich habe zuerst gar nicht verstanden, was entfernte Gegner bedeutet. Wie kann man den Gegner entfernen? Nutzt das.
den aus dem Spiel entfernen, wie ein Yogi-Oh oder was? Ja, habe ich nicht verstanden, du. Hart erkauft. Ja, fand ich aber blöd, die Fähigkeit. Ja, wenn entfernte Gegner dich angreifen, dann werden die manchmal betäubt. Kommt drauf an, ne? Wenn du, also nicht einen Tank oder so machst, dann kommt drauf an, was für ein Bild du spielst, ne? Ja. Genauso wenig, ich finde Dornen, finde ich für mich unnötig. Ich habe zum Beispiel gar keine Dornen im Moment. Ich habe hier passive Skill, da kann ich Dornen haben, aber da brauche ich nicht hier. Hatte ich so am Anfang, als ich noch ein anderes Bild hatte, hatte ich halt mal so ein bisschen. Ja, ja. So ich hatte da auch am Anfang. Dann habe ich mir gedacht, was soll ich damit? Hey Fergus, ich habe einen Brief von Bannon gefunden. Fergus Bannon ist tot. Unglück? Ich? Missgünstiger alter Bastard. Ohne ihn bin ich besser dran. Ich finde den Weg alleine. Dem zeige ich's. Noch ein Glas, Fergus? Nein, ich hatte genug. Okay. Ja, eine gute Tat. Ein nasses Schicksal. Okay. Was haben wir noch? Irgendwas hier in der Nähe? So viele Quests haben wir nicht mehr. Nur noch 8 oder 9. Ah, das war noch 10. Ja. Lass mal noch mehr Gebiete aufdecken. Hier geht irgendwo hin und ich werde jetzt zum Portal gehen. No, nein, hier ist kein Portal. Nein! Immer noch viele Gebiete, aber noch nicht. Ne? Ich brauche mehr Waffenskins und so. Ich brauche noch mehr. Ich muss noch barbarisch aussehen. Barbarisch? Geht das überhaupt, Daniel? Du siehst aus, also Omas würden sich nur enttäuschend den Kopf schütteln. Was ist denn aus dir geworden? Glaub ich barbarisch genug? Guck dir meine Hörner an. Das ist ein Zeichen der Stärke. Was haben wir hier? Gar nichts. Was zum... Das ist eine Schwert sieht cool aus, was du da in der Hand hast. Ja. War das recht oder link? Das linke. Ja, also... So ein dämonisches Schwert, glaube ich. Ja, so sieht das auch aus, ey. So, jetzt irgendwie nur so ein riesiger Platz. Das sieht schon wieder aus wie so... Voll die Boss-Arena hier. Weltboss. Ich weiß nicht. Einfach nur so ein runder Bereich hier. Mit nichts. Wir sind schon bald wieder Level 70 hier. Ja. Da können wir schon die nächste Schwierigkeitsstufe anpacken. Okay. Ich kann ihn untersuchen. Der ist bei mir am Leuchten gewesen kurz. Ja, ich hab das aktiviert, oder irgendwann das bewirkt. Hallo? Noch irgendwo so ein Teil? Oh, da unten ist aber ein Schrein von Lilith, habe ich gesehen. Können wir gleich mal. Warte, lass nochmal hier gucken. Er muss da irgendwas gebracht haben, das wir jetzt aktiviert haben. Keine Ahnung. Dann sacken wir den Schrein ein.
Boah. So. Ja, ich das Gebiet war auch neu. Haha, Stärke. Genau davon rede ich. That's what I'm talking about. That's what we were waiting for. That's what it's all about. Ich bin noch nicht bereit. Danke. Ah, da ist wieder ein Ort für Druiden. Werden wir mal schnuppern. Ich muss warten. Alter, wie viele Gegner sind hier? Ich kriege alle unterm Teppich. Ich muss warten. Die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit. Nom 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 nom. Gib mal eure Seelen. Oh nein, ein Feuerteufel. Bäh. Soll ich doch schon wieder was Legendäres gefunden? Ich nur. So, haben wir da auch schon? Ich weiß es nicht. Ich sehe einen Schatzgoblin, glaube ich, auf der Karte. Da bist du. Da, da. Ja, oder ab. Nein. Oh. Schau den kaputt, bevor der explodiert. Und ganz doll euch. Na, was haben wir da? Ist ein Ding für Barbaren, aber ist noch interessant. Wirbelwind. Ich benutze nicht solche Noob-Angriffe. Aua! Okay. Aber sollten diese Gebiete irgendwie ein bisschen besser erkunden, für Schreine und sowas. Also, ja, da kann man runter. So, irgendwie da oben ist noch was. Oh, das Ding, alles klar. Was mit dem Pfeilen wieder? Ja. Oh, Stützpunkt. Eines blutigen Kampfes. Was ist hier geschehen? Ist jemand hier am Leben? Alter, also, schnell ich jetzt hier angreife. Hm.
Blutpfeife. Ja, die sind neu, oder? Und Daniel und ich kämpfen zwei völlig verschiedene Schlachten. Ah, schaffen wir. Kämpfen wir so gegen Elitebaum. Und ich auch. Da daneben. Ja, die Leiche steht hier immer noch, ey. Der Baum ist nicht umgekippt. Wow. Komm hier mal her. Ich bin noch nicht bereit. Aragorn. Was ist denn hier alles gefahren? Hier war der Dan, nicht Mann. Ja. Oh nein, die Mauer muss weg. Mein Gott, das Geräusch. Der umgefallen ist. Oh nein, ich krieg sie nicht. Ich treffe sie, aber ich mach keinen Schaden. Ich bin der einzige, der nicht vergessen. Ja. Aua! Bärenfalle! Gerade bin ich einer ausgewichen. Wow, komm her auf einmal her. Feuriger Grizzlybär. Ich verstehe es nicht. Der einzige, der feurig ist, bin ich, weil ich die ganze Zeit so Feuerdruckwellen auslese. Ganz toll. Ich muss warten. Schnell, nächste Grizzlybär. Ich glaube nicht an euch. Er existiert nicht. In meiner Welt existiert er nicht. Ich muss warten. Der Alter, komm hier auf einmal her. So, was müssen wir ja machen? Oh Gott. Ja, aber ja. Sind die vermissten Jäger der Hütte? Die ganze Zeit so Leichen. Ah. Ich habe nicht genug Blut. Ich bin noch nicht bereit. Oh. Ich habe einen Weg geöffnet. Oh, guck mal hier. Ho, 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 ho. Muss ich ab? Muss ich jetzt aufmachen hier? Im Weg. War versteckt. Naja, er wurde auf der Karte angezeigt, hat man darüber keine Ahnung. Wow. Ich muss wer ist er denn?
so schon unser Boss? Hier geblieben. Der Bestie. Der haut einfach ab. Können wir nicht machen. Aua. So sagt. Bestie, der ist ein Werwolf, würde ich mal sagen. Das ist der Tanz der Toten. Was? Ich bin nicht bereit. Was? Es ist einfach nur ein Typ. Ja, er ist ein Werwolf, ne? Ja. Macht er neue Sachen? Keine Ahnung. Irgendwie steht er nur da. Ja. Oh. Ich glaube, er ist ein Druide. Ja. Ja, steht der erfolgte Druide. Mehr als Rezept für einen Zaubertrank. Ja, war merkwürdig. So. Oh nein. Okay. Mein Ding, mein Aufnahmegerät hat sich gerade kurz abgestellt. Nein! Karriere. Ich tue jetzt einfach drücken, ohne zu antworten. Okay. Ja, jetzt habe ich angenommen. Oh, guck mal, wie schön das jetzt hier ist. Hm, hier ist was für Druiden. Hier ist was für Jäger. Nichts für uns. Also auch was für Jäger. Jäger. Dann gehen wir mal kurz sehen. Das Ending von Attack on Titan kam nicht so gut an in Japan. Nee. Warum denn nicht? Ist ja schon lange zu Ende der Manga. Und ihr kehrt stärker zurück. Oh, die Animation davon. Meine Manga ist ja schon eine Weile lang zu Ende. Kann ja nichts mehr Überraschendes sein. Ja, anscheinend auch irgendwas geändert am Ende, weil der Manga irgendwie so umstritten war. Ich weiß nicht, was die da geändert haben im Anime. Ich habe noch gar nicht die Szene gesehen von dem Ende, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Muss ich mal gucken irgendwo auf YouTube oder so. Aber nur so gucken, wie die Animationen und so sind. Aber so vom was ich so gesehen habe, so Schnitzelchen scheint das gleiche gewesen zu sein. Oh, sorry. Meine Kohlköpfe. Doch. Guck mal den NPC an, der. Hallo, okay. Ja. Oh nein, wenn ihn doch nur jemand hätte helfen können. War das ein NPC oder so? Ja, ja. Irgendwie so eine Wache oder irgendwie so. Müssen wir hier hoch. Und da ist eine Quest auf der linken Seite, natürlich. Boah. Ich habe keine Kraft mehr. Den konnte niemand mehr helfen, es war zu spät. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Wenn vielleicht einige Helden daneben gewesen wären, hätten wir vielleicht was irgendwas getan. Aber wir sind keine Helden da, ganz ehrlich. Was haben wir hier für ein Teil? Auch nur Jäger. Warum? Naja, weil Adam Jäger. Ach. Gut, wie weit geht eigentlich Resident Evil? Wie viele Teile gibt es davon inzwischen? 8. Oh. Also okay. Da war ja auch vor kurzem kam da ein Film raus. Ja, Resident Evil. Animationsfilm. Resident Evil ist immer schon irgendwie am Laufen, irgendwie so.
Da gibt es immer Filme und Remakes und sowas alles, ey. Ja, da wurde voll gehypt, weil da alle Hauptcharaktere irgendwie zusammen mit Leon, Chris und andere, die ich nicht kenne. Ja. Da sind die auf irgendeiner Insel, da bricht das Virus aus. Okay. Ja. Dann dieses ich Jahr raus oder so. Wie bitte? Er kam dieses Jahr raus, der Film. So, weiß ich nicht, höre ich zum ersten Mal von. Ich weiß nur, jetzt kommen ja auch immer wieder Remakes und so raus. Island of Death Island oder irgendwie sowas, oder weiß ich nicht. Keine Ahnung, sag mir nichts. Bin ich so bewandert, ich kenne nur den fünften und den sechsten Teil. Die ganzen Film, Movie, Action Teile. Die sind so typisch Hollywood Action Filme, irgendwie der fünfte und der sechste Teil. Normalerweise ist das ja mehr so Horror. Helft mir doch bitte, den Bauch weiter zu öffnen, ja? Entschuldige, was? Den Bauch öffnen? Nicht mehr so ruhig wie früher. Hm. Oh, hätte ich mal mein Arztstipendium nicht abgebrochen. Ich hab sie getötet. Wir mussten die angreifen. Was? Ja, die hat jetzt gerade feindliche... Ich hab die gerade jetzt auf Null geschossen, ihre Lebensenergie. Okay. Das sollte ihren Bauch öffnen. Und da oben ist noch so ein Quizgebiet gerade aufgetaucht. Ah, ja, du wirst schon in Biologie auskennen. Dieser Totenbeschwörer, ne? Ja. Oh, ich muss die Vorgeschichte meiner Opfer kennen. Ich habe Ziegenmenschen Eingeweide gefunden. Ja, habe ich auch gerade gefunden. Ah, endlich was zu essen. Dann lasse ich fest Gegenstände und keine Nahrungsmittel. Eingeweide. Ja, hab alle. Ja. Das war einfach. Oh, mehr Geld. Gib mir euer Geld. Ja. Ich sehe, wenn alle zusammengezogen werden, ey. Alles immer ein Fest für die Augen, ey. Ich bin noch nicht bereit. Gib mir euer Geld. Gib mir Michael Jackson. Ich hoffe, wenn du so random durch, weil ich irgendwie in so ein Altar finde oder so. Oh mein Gott, sind ja viele Gegner. Kommt sie klar? Ja. Oh, ich habe sogar. Ich habe was Hübsches gefunden und komm wieder hier hin. Ja, ich bin auf dem Weg. Raus aus meine Bude. Ich werde zweimal interagieren damit. Alles klärchen. Zurück zur Stadt. Mein Gott, ist hier Gold. Nom. Ups. Hier sind deine Eingeweide.
Visionen sind in letzter Zeit trübe geworden. Geschwächt. Hoffentlich können uns diese beiden Visionen. Mal sehen. Lass mich eure Zukunft aus diesen Eingeweiden. Der eine Typ, der da der sitzt da, der hockt da am Boden, der leidet. Konntet ihr aus den Innereien etwas in Erfahrung bringen? Ja, unser Volk verhungert, während die Ziegenmenschen unsere Höfe überrennen. Diese Lande wurden einst beschützt, aber... Die Ziegenmenschen verwandt mit Mannbärschwein? Mit meinem inneren Auge sah ich, wie sie den Kielerhof angriffen. Ich spürte einen Überlebenden. Schnell, findet ihn. Bringt so viel wie möglich in Erfahrung und kehrt dann zu mir zurück. Ich hoffe, es ist nicht Wir sind die Kinder vom Alstertal. Na gut. Was hat der gerade überhaupt? Entdeckte Gebiete 67 von 70. What? In dem Gebiet oder? Oder meinst du 67 von 70? Gebiete. Ja, ja. Also Ort von diesem Gebiet. Wir sind doch schon die. Ja. Ich zieh die mal alle zu. Ich bin hier um zu helfen. Könnt ihr stehen? Wir konnten sie nicht aufhalten. Die anderen wurden zu den Tunneln gebracht. Einst war das Land sicher. Doch jetzt. Wir haben es ihm gesagt. Ihn gewarnt. Die Schutzsteine nicht zu zerstören. Wer? Der Häuptling. Wer? Iroid. Er, letzter Atemzug. Oh nein. Ja, der so ist. Wer? Wer? Was, meine Mutter? Boah. Immer schon locker bleiben. Ich bin nur auf der Suche nach dem Schreien. Immer schon locker bleiben. Oh, mir anzuspucken, du blöde Mann. Ziegenmensch, dich. Ziegenmensch, ne. Ziegenmensch, dich. Dich. Ich schaff das, Daniel. Ich mein Fett glauben an dich, ja? Ich reiche mit dir. Ah. Nein. Ich muss daneben. Voll daneben geworfen, du Troll. Ah, Brust. Unser normalen Gegner, legendären Gegenstand. Fertig. Warum liegt denn da Geld? Was wäre sind hier durchgelaufen? Was ist das für Geräusche? Vögel gewesen? Verdammt! Die ich nur gehört so. Er hat gerade jemand High-Tide Experience. Oh!
probiert? Trefft mich an den Tunneln, wenn ihr fertig seid. In dem Moment müsste jetzt irgendein Elternteil von dir reinkommen, Daniel. Ja. Fliegen dann auch so durch die Decke. Boah. Deine Mutter dann so, Schatz, er macht es schon wieder. Und dann hörst du mit, wie so eine Schrotflinte geladen wird. So, wir müssen mit Häuptling Eroik sprechen. Geil. Euer Volk verhungert, das scheint eure Schuld zu sein. Was? Was für mein Volk das Beste. Daniel kommt direkt zum Punkt, ey. Egal wer, wen wir uns hier zum Feind machen. Können keinen Weg vorwärts erkennen. Ich habe gehört, er sei ein ganz schlimmer Wicht. Das ist unsere Zukunft. Not könnte geschickt worden sein. Wer macht denn da? Ist das ein komischer Charakter da? Der redet auch mit dem Häuptling. Wir werden durchhalten. Ich werde macht der da für Handzeichen? Für alle. Glaube und Gebete werden uns aus der Dunkelheit führen. Ja, das hat schon immer funktioniert. Anstatt von Medizin einfach alles wegzuglauben. Medizin, Quatsch. Gott wird sich darum kümmern. So, die Frau Eingeweide schon wieder hier. Ich bin nicht überrascht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wenn die Ziegenmenschen außerhalb der Stadt stark waren, werden sie hier drin umso stärker sein. Aber ich habe das Gefühl, dass wir unsere Antworten... Kann übrigens sein, dass einer von den Charakteren von Jedi Survivor in der Bar Stimme von The Rock hat? Dwayne The Rock Johnson? Ich glaube, ich wüsste. Ich bin ja die ganze Zeit hier jetzt mit den ganzen Leuten im Saloon am Reden und eigentlich glaubt der eine... Halleluja. Und einer der Charaktere hat, glaube ich, die Stimme von Dwayne Rock Johnson, die Deutsche. Habe ich, glaube ich, mal erwähnt. Ist mir noch nicht aufgefallen. Kannst ja mal gucken, wenn er das sieht. Ja, Daniel, du musst mit denen allen interagieren. Ja. Bonk. So. Mann, haben wir nie auch. Drin, Daniel? Hm? Bist du da drin oder wo bist du? Ich bin da drin, ja. Wir müssen rein. Ja, sieht doch komisch aus. Auf der Karte sieht das komisch aus. Die Quest, wo wir reingehen. Die folgt mir schon. Oh, die schießt Lichtkugeln auf die Gegner. Meine auch. Ich glaube, wir müssen wieder Leute hier befreien. Oh nein, was für eine Überraschung. Wenn die Leute sich nicht mal selber retten. Alter, hier sind ganz schön viele. Ah, okay, hier sind ganz schön viele. What the fuck? Oh Gott. Ich will auch da rein. Ein so ein Feger, die Hälfte von ihm am weg. Der vielleicht war ein Levelaufstieg. Einmal ganz schön viele. Ich bin noch nicht bereit. Da sind noch mehr. Oh, ich hab die alle weg. Glück. Alle weggelevelt. Die Anzahl der Gegner, hat gegen mich keine Chance an. Ich habe keinen Tag. Ich befreie den mal hier. Nein, ich will nicht wegrennen. Oh, Kopfschutzheiliger. Geh mal aus den Augen. Legendärer. Ja, damit. Alter. Was hat die für ein Ansturm vom Gegner? Na ja.
Der eine, der ist gerade in die Luft gesprungen für seinen Angriff und da ist er gestorben. Er ist einfach nur so eine, wieder seine Leiche einfach nur wieder so zum Boden gegangen. Meine Güte, chillt mal hier, Leute. Ja, du wirst befreit. Und du wirst befreit. Wir fahren jetzt zerstreute Bücher. Ich habe drei Büchlein. Ich seine Gunst fast erlangt. Hasst mich, aber sie verstehen nicht. Es war zum Lesen gewesen. Wow. Hier ist das Quest-Symbol. Ich muss mal kurz gucken, wo will ich als nächstes hin? Ich muss den Teufelskreis durchsuchen. Was ist denn da noch? Oh. Ich hab doch gerade gesagt, da ist ein Quest-Symbol da, du Klo. Ich muss ja den Teufelskreis durchsuchen. Ja. Aber erst müssen wir einen Teufelsdreier machen. Ja. Oh ja, aber. Kommt mir bekannt vor. I met your mother. Ja. Das wurde dort erwähnt. Das ist ein Teufelsdreier, das ist irgendwie, wenn. Ja. Wenn du ein Mann bist und da zum Beispiel in einem Dreier zwei Männer, weitere Männer dabei sind oder was? Also. Und boah, so viele gehen da wieder. Ja, Tentakel! Mein Gott, warum sind die alle tot? Da kann ich wieder einfach vorbrechen und ich gebe Feuerschutz. Keine Angst, Alter. Oh, Daniel, am Mittwoch, das war geil. Ich durfte zusehen, wie so ein LKW-Fahrer sich den Arsch. Wie weit? Da war ein LKW-Fahrer auf Arbeit, der hat sich den Arsch gewaschen. Ja, das war auch eins der Dinge, auf die ich hätte verzichten können. Da stand da, ich bin da als Ball, Toilette. Ich hab nachdem mit dem Fluch, der stand da mit dem in der Toilette mit der runtergelassenen Hosen, mit dem Arsch am Waschbecken, hat sich den gewaschen. Geil. Er ja, ist nicht so geil, ich hab das gesehen. Oh, warum, ey? Ja, man einfach nur im Weg schreien. Ah! Er hätte ich drauf verzichten können, ey, so eine Scheiße. Ah, was war das? Ja, ich bin paralysiert. Dafür läuft's ja aber noch ganz schön gut, ne? Teufelskreis. Aha. Hm. Haben wir da irgendwas aufgehoben hier? Wir haben Hinkelstein am Rücken. Werf den aber nicht auf mich drauf. Also, ich sehe nirgends so einen Druiden. Nice. Er schießt doppelt und dreifach, ey. Oh, legendär. Das
Doppelfeuer! Auf dem Weg! Na, so viele Schüsse. Nein, Schüsse vorbei. Ah, was war das? Ah. Das ist ein brennender Feuerball. Ja. Ja, die tun in der Regel brennen, also. Ja, das war unnötig. Nasse Wasserpistole. Ein kalter Schneetropfen. Ja, wie soll es gesteigt haben in den letzten Tagen? Das will ich mitbekommen. Bei mir nicht, ey. Hier ist nur Regen die ganze Zeit. Wollen wir auch nicht sehen. So kalt ist das noch nicht, ganz ehrlich. Ich bin noch nicht fertig. Wow, ich bin gerade auf der Karte. Mein Gott. So. Da, warum greife ich das Ding? Oh, hast du alle eingesammelt? Okay. Bring das zurück zum Podest. Wo ist das Podest? Ja. Ja, was geht? Ja, einfach nur fünf Nachrichten aufploppten, so, oh, Daniro hat diesen Gegner getriggert, Daniro hat diesen Gegner getriggert. Nur gar keine Chance gegen uns haben. So, was passiert jetzt? Nun, da die Tunnel gesäubert und die Bauern frei sind, können wir mit dem Wiederaufbau beginnen. Der Häuptling wird zur Vernunft kommen, wenn er Ergebnisse sieht. Danke. Ja, ich quatsch schon ehrlich. Ah, den Boss müssen wir natürlich noch plätten. Ja, mal gucken, wie schwierig das wird. Ja, irgendwie sind die Bosse nicht so beeindruckend. Oh. Ich hab mal kurz einen Snack. Oh nein, aua, ah. Hab ich auch angegriffen? Komm schon, beeindruck mich. Er hatte mich fast erwischt, der Herr. Handschuhe legendär. Und dann mal gerade freigeschaltet, was für ein Aspekt. Aspekt der Macht. Was für mich? Ich weiß nicht. Egal. Gut, aber da dauert ich. Steht hier nicht mehr, welcher da drin war. Na, irgendwie haben wir keine neue Quest gekriegt.
glaube ich. So, mein Gott, wir müssen irgendwas den Dings machen. Für diesen paar Punkte ja noch hier. Wogendes Wasser. Befragt die Einheimischen nach Elias. Das klingt sogar halbwegs wichtig. In der letzten. Oh Gott, da müssen wir mit der ganzen Stadt hier reden. Ja, der schüttelt den Kopf. Ja, ich sehe die ganze Zeit nur, wie sein Kopf sich die ganze Zeit so schnell links nach rechts und links und rechts bewegt, der von einem Charakter. Mein Charakter ist immer wachsam. Warte immer als Unerwartete. Geil. Wo war jetzt? Hier.